Warte, warte, ich mache jetzt mal so ein Intro fürs Video und dann musst du gleich ganz, ganz überrascht tun, wenn wir uns dann gleich an der Tankstelle sehen. Oder ich fahre an der Tankstelle vorbei, fahre durch den Kreisverkehr, mach so einen Hallo, guck mal, ich habe auf ein falsches Motorrad, was mir die ganze Zeit sagt, ich will zum Service. Krieg ich das weg? Hallo, geh weg. Ja, ich weiß. Ah, jetzt. Das Rad nach links drücken, dann geht das. Ja, hab ich jetzt. Weg. Da komme ich zum Mundorf und so. Oh, Niklas! Was ein Hallo. Zufall, dass du hier bist, wenn ich dein Motorrad fahre. Du hörst mich wahrscheinlich immer noch, oder? Ja. Okay. Versuch einfach nicht zu lachen. Ich kann selber nicht. Jo, was geht? Ich habe jetzt auch offen, wow! Ja, und das ist nicht mein Motorrad. Die Kacke. Ich habe von einem Freund das Motorrad ausgeliehen. Das ist eine BMW F900, die A2-Variante, also die hat offen 95 PS. Ich müsste nur jetzt mal tanken fahren, weil hier noch 20 Kilometer Restreichweite. Oh, Niklas. Das Motorrad kenne ich doch. Was ein Wunder, dich hier zu sehen. Hallo. 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 Ja, hab keine Ahnung, wo sollen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Gut. Aber eins muss ich sagen, was mir halt direkt auffällt. Bei mir sagen ja alle, die fährt ja unten rum, als wäre sie nicht gedrosselt. Und die Einzylinder haben ja untenrum mehr Drehmoment, glaube ich, ne? Kann das sein? Bei Einzylinder weiß ich gar nicht, wie das ist, aber ja, vielleicht ist das so. Auf jeden Fall, die hier fühlt sich gerade untenrum, also wenn ich die mit niedriger Drehzahl, also was ist mit dem Schild hier passiert? Wenn ich niedriger Drehzahl fahre, fühlt die sich noch nicht so schnell an. Ich habe nur keine Ahnung, was hier ist mit dieser Lichteinstellung. Er sagt mir jetzt, das Licht ist an. Per Tagfahrlicht. Ah. Ich habe Ablenklicht, macht er automatisch an, ja. Wenn es dunkel wird, und dann musst du halt nur Fernlicht selber. Wann hast du denn, dass der Bremsbelag runter ist und die Bremsscheibe einen Schlag hat? Wir haben den Bremsbelag die Bremsbeläge vorne getauscht. Ja. Aber irgendwas ist komisch an der Bremse, weil bei der letzten Tour ist mir das auch aufgefallen. Ich hatte sie am Anfang nicht, deshalb ist das voll verwirrend. Das habe ich auch vergessen, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, es fühlt sich komisch an. Ich weiß nicht, ob die nicht richtig eingebremst ist, aber eigentlich... Spätestens dann, wenn ich einen Frontflip mache, wissen wir, da war was falsch. Also, ich sag mal so, ich bin die Woche, ich glaube am Donnerstag war das, sind wir 200 oder 250 Kilometer gefahren. Ich lebe noch. Wieso hast du dich jetzt, also warum nimmst du jetzt eigentlich die BMW anstatt der Triumph? Weil ich die BMW eigentlich schon immer geil fand, das Motorrad, also das Modell. Ja. Ja, und ich weiß nicht, die Triumph ist mir so ein bisschen, was heißt. Ich muss jetzt sagen, auf den ersten paar Metern, die ist gar nicht mal so kacke. Aber ich hatte auch wirklich einfach keine Vorstellung, wie die sich fährt. Ich bin ja damals gedrosselt einmal gefahren und nachher offen einmal. Und ich fand es eigentlich schon ganz geil und auch optisch gefällt die mir eigentlich sehr gut. Natürlich muss ja jetzt Gegenverkehr kommen. Ne? Ich war gerade überrascht, dass ich Leistung habe. Weißt du, was ganz wild ist bei der? Wenn du 50 km/h fährst, zum vierten Gang, also sehr niedertourig und dann Gas gibst, das klingt, als würdest du so eine Chopper fahren. Oh ja. Aber ich mag diesen Zweizylinder-Sound. Ich habe gerade mal ausprobiert. Ich wusste, bei meiner geht das nämlich irgendwie gar nicht. Gerade beim Runtertour ein bisschen mit dem Gas gespielt, um zu gucken, ob die Fehlzündungen macht. Ja. Die ein bisschen. Ich hab ein Dreirad gegrüßt. Ich bin behindert. Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber eins muss ich jetzt sagen. Ich habe irgendwie erwartet, dass der Unterschied zu meiner von der Leistung her jetzt krasser ist. Wie viel hat deine denn offen? Nee, ich meine jetzt auch gedrosselt. So, ist ja noch gar nicht offen. Geil. Übte. Ach so. Wow. Läuft bei dem. Er macht gerade irgendeine Sidequest. Aber weil ich auch direkt sagen muss,
die KTM Naked Bikes, da wird ja mal gesagt, ja, die sind so, oh lol, Elenator. da wird ja mal gesagt, die sind wie, die fahren sich verhältnismäßig stark wie eine Supermoto. Und jetzt, wo ich auf der hier sitze, weiß ich genau direkt, was die alle meinen. Und zwar, du hast das Gefühl, nicht das Gefühl, du würdest auf dem Vorderrad sitzen, sondern dahinter, weißt du? Ja. So, die Dukes und halt obviously meine, fühlt das sich halt so an, als würdest du auf dem Vorderrad drauf sitzen, mäßig. Ja, eigentlich, oder hast du das mitbekommen? Ich hatte letztens eine kostenlose dB-Messung bekommen. Was? Ich hatte letztens eine kostenlose dB-Messung bekommen. Echt? Ja. Auf dem Stadionring. Ja, ich fahre da eigentlich generell gar nicht mehr hin. Ja, ich fahre da auch nur noch selten. Sobald da gutes Wetter ist, ist da eh Polizei. Genau. Oder du wirst erst halt verbeugen im Unfall. Ja. Wo sollen wir her? Links, rechts, geradeaus? Ist mir egal. Bei der, ich bin ja in der Fahrschule eine Serien MT-07 gefahren, die Euro 4. Also letzte Generation, ich glaube sogar letztes Baujahr mit dem Halogenscheinwerfer. Wobei es könnte auch, na, es war glaube ich eine 220er oder 219er. Ja. Da könnte dann auch hinkommen. Ich muss sagen, auf der habe ich mich auch komplett in den Fahrstunden vor der Prüfung und in der Prüfung richtig unwohl gefühlt, weil die so einen extrem schmalen Lenker hat. Ich bin eine gedrosselte MT-07 schon mal gefahren von einem Freund, der hat einen anderen Lenker drauf. Das ist auch gleich das Modell. Fährt sich viel, viel besser. Ja. Aber auf der hier fühle ich mich eigentlich direkt wohl, aber ich muss sagen, die haut mich jetzt nicht krass vom Hocker. Also ich finde die nicht scheiße, aber das ist jetzt kein so, weißt du, nicht so ein Wow-Moment, das ist jetzt was ganz anderes. Da bin ich schon nie gefahren, weißt du? Ja. Also es fährt nicht kacke, aber ja. Ist das schlimm, wenn wir jetzt ein paar Bodenwellen mitnehmen? Dann würde ich jetzt hier rechts fahren. So, ja, kann man machen. Ah, hier fahren wir. Ah ja, ich glaube, ich kenne das sogar. Weil da hinten ist gleich die ganze Zeit 100, da sind Kurven, wo keiner ist. Oder die zwei vor uns. Oder. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, der Brick könnte ein paar km/h schneller fahren. Ich würde jetzt rechts. So, wo ist der Blinker? Okay, jetzt habe ich das Menü geöffnet, anstatt zu blinken. Ging's aber auch. So, warte. Ich muss mal ganz kurz hier wieder. Wie komme ich hier raus? Ich bin hier die Strecke gefahren in meiner Fahrprüfung. Ich habe mich auf der Fahrtourmaschine aber auch mega unwohl gefühlt. Er hatte halt eine alte Ducati Monster. Da hat er schon ein bisschen ausgenudelt. Er hatte zum Beispiel voll das ruppige Gas. Ja. War halt sehr unangenehm zu fahren, gerade in so der Lastwechsel zwischen Leerlauf und Gas war richtig unangenehm. Und dann halt bei den Fahraufgaben, weißt du, dann willst du so ein bisschen Gas geben und dann macht die direkt so ein, ruckelt die direkt los wie sonst was. Die T war halt auch noch ein bisschen blöd, ich bin überhaupt nicht mit der Kupplung fahrgekommen. Ja. Der Duke, die wir jetzt an zwei Maschinen haben, also da haben wir eine 97L. Ich komme gerade, war gerade zu blöd zum Schalten. Da absolut gar kein Problem. Ich bin die, keine Ahnung, ich habe mich draufgesetzt. Oh, bleib halt auf deiner Spur. Ich habe mich draufgesetzt und bin gefahren, als wäre das Motorrad, wäre ich jahrelang damit gefahren, obwohl halt ich vorher nur eine 125er gefahren bin. Ja. Und da finde ich das halt der Unterschied halt nochmal viel krasser als von A2 zu offen, vor allem weil du halt die mehr Leistung, die du hast, die benutzt du halt fährst du ja in der Fahrprüfung nicht aus. Ja, ja. Bei der 125er merkst du das ja immer, dass du keine Leistung hast. Ja, ja. Da wanderst du halt einfach nur, also das ist quasi so eine Wanderdüne. A2, da kommst du ja wenigstens mal ein bisschen voran. Oh ne, das sind ja Leute. Oh nö. Das Not. Menschen. Ich bin auf einer Maschine das erste Mal gefahren, so richtig, und ich muss sagen, ja, es ist halt anders. Hier sind noch andere Leute. Da kommt wer. Ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich kann bald mehr Videos machen. Wenn mein Motorrad nicht kaputt ist.
Hä? Da sind Pferde. Abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf Instagram. Digga, das sind voll. Digga, weißt du, wie viele Lasagnen man daraus machen könnte? Junge, geil. Das ist eine ganze Lasagne-Farm. Oder Salami. Vor allem, die sind doch alle so. Hier. Hart. Neu. Zart. Die sind gerade erst gespawnt.